Epilepsie. Sie litt unter Krampfanfällen. 6 Jahre lang schwieg Melanie Griffith, 60, die Waffen der Frauen, über ihre Krankheit. Bei der Women's Brain Health Initiative in Beverly Hills machte sie nun das schockierende Geständnis: Die Schauspielerin hat Epilepsie. Eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Nervensystems. Eine lange Zeit über wusste die heute 60-Jährige nicht, was mit ihr los war. Niemand erklärte mir irgendetwas, klagte sie auf dem Podium, wie The Hollywood Reporter berichtet. Nach 2 Anfällen auf einer Yacht vor Cannes, ließ sie sich schließlich gründlich durchlecken. Ich hatte einen schweren Anfall und wurde in ein Krankenhaus nach Cannes gebracht. Nur kurze Zeit war ich schon wieder auf dem Boot, erinnerte sich Griffith. Dort habe sie später einen weiteren Krampfanfall erlitten. Wieder im Krankenhaus sei dann schließlich ein Ache gemacht worden. Sie haben damit begonnen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Zurück in den USA habe sie dann schließlich die Diagnose Epilepsie erhalten. 20 Jahre lang hat mir keiner irgendetwas gesagt, keiner hatte sich die Mühe gemacht, eine Diagnose zu stellen, klagte die Schauspielerin. Ihre Anfälle führt Griffith auf zu viel Stress zurück. Ich war wahnsinnig gestresst. Jeder Anfall, den ich hatte, war an einem Punkt, an dem ich extrem gestresst war. Heute gehe es ihr deutlich besser. Seit 4 Jahren habe sie mittlerweile keinen Anfall mehr gehabt. Nach der Scheidung von Antonio Banderas, 57, nach 18 gemeinsamen Jahren seien die Anfälle spürbar weniger geworden. Ich wurde geschieden, das brachte mir die Heilung, scherzte Griffith und erntete damit jede Menge Lacher vom Publikum. Seither führe sie ein gesünderes Leben.